Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte zuerst einmal ein ganz, ganz dolles, großes Dankeschön an euch geben, die ihr mir alle mental, persönlich, inhaltlich und auch so engagiert über die neuen sozialen Medien wie Facebook und wie sie alle heißen, unterstützt habt. Und besonders möchte ich danken den jungen Leuten von Solid, die mich eigentlich mehr gedrängt haben, als dass ich es selbst als eine wichtige Aufgabe gesehen habe, nämlich den Jugendwahlkampf im Rahmen des Landratswahlkampfes auch mit einem eigenen Projekt, mit einer eigenen Stimme zu verbinden. Und mich erreichen auch heute immer noch Signale von Jugendlichen, die dieses als sehr wohltuend empfunden haben, wie wir da sozusagen die weiterführenden Schulen abgegrast sind und hier Rede und Antwort gestanden haben, mit ihnen uns unterhalten haben, dann auch noch zu ganz anderen Fragen, wo die Linke ja sehr prädestiniert war auf den zurückliegenden Bundesparteitagsdiskussionen. Also ihr wisst schon das mit den weichen Drogen und den harten. Ja, also das wollte ich unbedingt loswerden, einfach weil es auch deutlich macht, dass ich mir natürlich sehr wohl auch der Verantwortung bewusst bin, die ich habe als linke Landrätin in Teltow-Fleming. Lieber Heinz, du sollst dich nicht schämen für alles das, was jetzt weiterkommt. Ich denke schon, dass ich mir in den zurückliegenden 23 Jahren ein gerüttetes Maß an Fach- und Sachkompetenz erarbeiten konnte in all den Zusammenhängen, die Linke für mich geboten hat. Und das ist eigentlich für mich auch hier heute ein deutliches Signal als eine Wahlbeamtin, die natürlich auch in Verantwortung und Verpflichtung für unser linkes Projekt ist. Und das fängt irgendwo auch damit an, dass man seinen Parteibeitrag entsprechend der Richtlinien bezahlt, dass man spendet. Und insofern, es ist schade, wenn man dafür extra einen Beschluss braucht. Aber ihr könnt ja mal in eigenen Strukturen widerspiegeln, wer es sozusagen schon zum Herzensbedürfnis gemacht hat. Wir haben da noch großen Nachholbedarf, auch bei uns in Teltow-Fleming. Und ich denke schon, dass wir ja nun nicht so gesegnet sind mit den Spenderinnen und Spendern, wie wir sie erst jüngst von der CDU und CSU wieder wahrnehmen konnten. Wir müssen uns für unsere inhaltlichen politischen Projekte selbst natürlich auch mit den notwendigen finanziellen Mitteln verbinden. Und deswegen wäre es schade, wenn es dafür einen Beschluss braucht. Aber ich sehe natürlich auch als damalige Kreisvorsitzende, jetzt ist Marita amtierend, liebe Marita, schönen Dank, dass du dieses Amt so verantwortungsbewusst übernommen hast. Aber ich weiß natürlich auch um die Probleme, die man hat, wenn man sozusagen gleich zuvorderst Dinge auf den Tisch legt. Das war aber eigentlich gar nicht mein Anliegen, darüber groß zu reden, sondern ich wollte sagen, was verbindet sich für mich als Landrätin mit all den Fragen, die sich jetzt in unserem Leitbild mit den inhaltlichen Fragen verbinden und natürlich auch mit dem Wahljahr 2014. Wir müssen alles tun, finde ich, Teltow-Fleminger, und darüber hinaus, dass wir starke linke Fraktionen in die Kommunalparlamente bekommen. Ihr wisst ja um die politische Konstellation in Teltow-Fleming, da gibt es keine Mehrheiten, schon gar nicht bis zur Kommunalwahl. Und ich überlege überhaupt, ob auf der kommunalen Ebene diese festen Mehrheiten so unbedingt gut sind, egal jetzt welcher Art und welcher Couleur. Denn machen wir es uns doch wirklich mal konkret. Eine politische Mehrheit, das ist auch meine Erfahrung in den letzten 4 Jahren Kooperation mit SPD, Grüne, FDP und Bauern. Ja, politische Mehrheiten braucht man, um Diskussionen, sage ich jetzt mal, manchmal auch ein bisschen oberflächlicher zu führen. Und meine Verantwortung, die ich sehe als Landrätin, ist, dass es doch gelingen muss, mit der Kraft einer Verwaltung, die 800 Frauen und Männer stark ist, die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass das, was man vorlegt als Verwaltung, auch an politischen Schwerpunkten, Diskussionen im Kreistag, einem offenen Diskussionsprozess im Kreistag standhalten kann und dass man letztendlich mit der Qualität der Arbeit überzeugt und nicht mit festen politischen Mehrheiten. Und das ist sowas, was ich mir einfach nicht nehmen lasse in Debatten, wo man von den Medien ja immer nur die erste Frage gestellt kriegt, na Frau Wählern, also Ihr Handeln ist doch gleich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, Sie haben ja gar keine Mehrheit. Und wenn man dann sagt, hallo, ich hatte schon eine Mehrheit, nämlich die zur Wahl,
dann sind sie immer ganz erschrocken und denken, naja, vielleicht hat sie auch noch nicht den Zahn der Zeit verstanden. Was damit zum Zweiten maßgeblich verbunden ist, ist Glaubwürdigkeit in Personen. Ja, wir bereiten die Kommunalwahlen vor und wir brauchen die Besten. Wir brauchen die besten Jungen und Älteren, das Mittelalter. Wir brauchen Sympathisanten, die vielleicht erst über das Mandat den Weg zu uns finden. Und wir müssen sie ansprechen. Und ganz konkret verbindet man als Landräte mit Landratswahl. Vor 23 Jahren habe ich genau da angefangen. Als Kommunalabgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde. Heute Landrätin. Lieber Felix, wo bist denn du hier eigentlich? Hier vorne. Ja, lieber Alex, Blankenfelde-Malo. Ja, das müssen wir mitdenken, wenn es darum geht, junge Leute in die Kommunalparlamente zu bringen. Auch vordergründig erstmal nur vielleicht über die Sympathisantenschaft, aber dann eben auch mit einem engagierten Wirken unserer Älteren und auch ganz Alten, die wir brauchen, um diesen Prozess zu unterstützen. Und ein Gedanke vielleicht nochmal zur Wahlanalyse. Also der Erfolg hat viele, viele Väter, da kann man sich gar nicht retten, wer alles am Erfolg mitgeschrieben hat. Der Misserfolg hat meistens einen, auch nochmal ein Dank an meinen Telto Fleminger. Auch wenn wir Misserfolge hatten, und die hatten wir zuhauf, erinnert euch auch an die Bundestagswahl 2002. Und da konnte sich, auch wenn die Ebenen ja da immer ziemlich deutlich beschrieben sind, die die Hauptverantwortung tragen, keine rausnehmen. Dann haben wir das sozusagen gemeinsam analysiert. Und wir haben auch über Fehler gesprochen, die die Führung gemacht hat, die inhaltlich nicht so gelaufen sind, wie sie laufen müssen. Aber wir haben uns nicht verzettelt in der Schuldzuweisung, sondern wir haben die Kräfte gebündelt bei der Ableitung von Schlussfolgerungen. Und eine Schlussfolgerung aus meinem Landratswahlkampf, die ich euch gerne weitergeben möchte, ist, ja, glaubwürdig. Wir müssen glaubwürdig sein zu unseren Inhalten. Wir müssen da auch stringent erkennbar sein und dürfen nicht hin und her hüppeln, nur, sage ich jetzt mal, weil es gerade auch populär ist, Volksbegehren zu unterstützen. Und ich sage euch ganz deutlich, ich bin meinem Vorstand so dankbar und Alexander Fröhlich, der in dieser meistbetroffenen Gemeinde wohnt, ist mein Vorstandsmitglied, dass es aushaltbar war, inhaltlich in der Diskussion und dann auch mit der Kraft des Vorstandes und der Basis in Teltow-Fleming dieses Spannungsfeld inhaltlich auszugestalten. Wir haben uns deutlich positioniert für das konsequente Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Wir haben aber auch deutlich gesagt, dass der zweite Teil nicht mit unserer inhaltlichen Programmatik übereinstimmbar ist. Und entschuldigt euch, ein halbes Jahr nach Erfurt kann man, finde ich, auch von der linken Kreisvorsitzenden, die noch dazu in der Landespolitik Verantwortung hat, nicht verlangen, einen Punkt Zustimmung zu geben, der da heißt, wir wollen das internationale Drehkreuz und für den Nachtflug wollen wir einen weiteren Standort. Das ist nicht vereinbar mit der inhaltlichen Programmatik. Und mit der Weisheit von heute, liebe Genossinnen und Genossen, gibt mir unser stringentes Verhalten in der Fraktion recht. Denn sonst wären die Debatten nicht möglich gewesen, die zuerst die Grünen geführt haben mit den Initiatoren des Volksbegehrens, nämlich den zweiten Punkt wegzulassen und sich von ihnen zu distanzieren, dass wir dann aufgenommen haben und gesagt haben, okay, mit dieser Ansage sind wir sehr gern bereit, dem konsequenten Nachtflugverbot zu folgen und einem Volksbegehren im Landtag erstmalig die Zustimmung zu geben. Und ich finde, das gehört für mich zur Glaubwürdigkeit. Und damit war ich erkennbar in einem Kreis, der im Spannungsfeld lebt zwischen Blankenfelde und Marlow und Sperenberg. Das ist glaubwürdig. Inhaltlich stringent erkennbar sein in der Öffentlichkeit. Und ich danke euch, dass wir das möglich machen konnten in diesem Jahr am meisten betroffenen Landkreis mit dem Großflughafen. Und ich will jetzt nicht die Probleme meiner Nachbarlandkreise negieren, aber wir haben Blankenfelde-Malo. Da kann man sich das auch mal angucken, wie es ist, wenn da in 200 Meter Höhe die Dinger 1000 Mal am Tag langdüsen.